Ja, herzlich willkommen zum 26. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Heute wieder inspiriert durch einen kurzen Text von Bruder David Steindl-Rast. Gläubiges Vertrauen. Lasst ihn uns gemeinsam rezitieren. Was wäre für ein erfülltes, geglücktes Leben wichtiger als gläubiges Vertrauen? Glauben heißt nicht, einigen Dogmen oder Glaubensartikeln oder etwas Ähnlichem beizupflichten. Letztlich ist Glauben ein mutiges Vertrauen ins Leben. Je bewusster wir leben, umso klarer erkennen wir, was für ein unfassbares Geschenk es ist, überhaupt lebendig zu sein. Diese Einsicht löst mit jedem Atemzug tiefe Dankbarkeit aus und öffnet dadurch das Herz für immer größere Lebensfreude. Gläubiges Vertrauen. Was lässt uns ein erfülltes, geglücktes Leben führen? Und jetzt am Ende meiner aktiven Zeit als Pfarrer, Gemeindedienst und im Klinikdienst steht mir deutlich vor Augen, dass gelingendes Leben so viel zu tun hat mit der Frage, ob ich dem Leben zu trauen vermag, ob ich mich einzulassen vermag, ob es mir möglich ist, mich dem Leben hinzugeben, deine Zuversicht, und dass sich daran sehr viel entscheidet. Weil wie der Volksmund sagt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und so ist das auch. Und deshalb, was wäre für ein erfülltes, geglücktes Leben wichtiger als gläubiges Vertrauen? Damit wird deutlich, Glauben heißt nicht, einem Glaubensbekenntnis, Glaubensartikeln, Dogmen, Annahmen oder etwas Ähnlichem beizupflichten. Möglicherweise Überzeugungen, die nicht hinlänglich begründbar sind. Nein, das meint es nicht. Es meint vielmehr, kann ich mich dem Leben anheimgeben? Kann ich mich ihm anvertrauen? Kann ich mich von ihm führen lassen? Mich ihm überlassen, mich getragen, erleben. Letztlich ist damit Glauben sehr viel näher am Vertrauen als am Fürwahrhalten. Je bewusster wir aber leben, je wacher
ihr dem Leben Hingegebener. Umso klarer tritt hervor und erkennen wir, was für ein unfassbares Geschenk das ist, lebendig zu sein, am Leben zu sein. Das, was in einer meiner Lieblingsformeln ja immer wieder vorkommt, die Kostbarkeit des Augenblicks, das Wunder des Lebendigseins, das Geheimnis meines und Lebens und alles Lebendigen und im Mysterium der göttlichen Gegenwart in allen und allem zu gewahren. Was für ein unfassbares Geschenk, überhaupt lebendig zu sein. Und gläubiger Vollzug ist dann die Zelebration des Lebens. Das Leben zu leben mit seinen Potenzialen und seinen Begrenzungen, so wie es mir gegeben und zugemessen ist. Aber diese Einsicht des unfassbaren Geschenks und des gläubigen Vertrauens löst eine Dankbarkeit aus, die gleichzeitig unser Herz öffnet, Verkrustungen, Vernarbungen, auch Schutzpanzer sprengt und damit Einlass gewährt für immer größere, umfassendere Lebensfreude. Und in dieses gläubige Vertrauen üben wir uns ein in der Kontemplation. Nimm Platz und bleib da. Setz dich in die Mitte deines Lebens und wirf dich dem Leben an den Hals. Und gewahre es, so wie es sich in diesem Augenblick zeigt. Halte es bei, halte es mit dir aus. Und vertraue, dass der Boden dich trägt, du aufgerichtet bist zwischen Himmel und Erde. Und realisiere die Kostbarkeit die du, die ich, die wir, die alles, was ist, darstellt. Letztlich ist Glauben mutiges Vertrauen ins Leben, mich ihm zu überlassen, in seinen Wendungen, in seinem Wachsen und Vergehen. Dieses gläubige Vertrauen wünsche ich mir, dir, uns. Um immer tiefer hineinzureifen. Das Geheimnis, das wir selbst sind, in unserer eigenen Wesenstiefe.